Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Lang, lang ist es her und es ist nicht nur eine neue Folge Ein Tag persönlicher Koch, sondern ich bin mal wieder in einer fremden Küche und zwar in der vom lieben Marc Eggers. Komm mal rein, mein Junge. Mein Auftritt jetzt, ne? Ja, ist dein Auftritt. Ich schwinge heute einen Tag den Kochlevel für dich. Deine Einstellung zum Kochen? Also man sieht es halt schon, ne? Ich habe jetzt nicht die größte Küche. Ich bin auch echt ein bisschen beschämt, dass ich dir hier sowas hinlege, da mehr oder weniger. Als persönlicher Koch nehme ich natürlich auch die Herausforderung einer kleinen Küche an, für das wir gerne gemütlich machen. Ich werde jetzt French Toast für dich zaubern. Super. Mit Nutella, weil ich habe gehört, dein Lieblingsessen ist eigentlich Nutella-Brot. Dann machen wir mal eine andere Version heute. Los geht's. So, da stehen wir. Also ich habe mir meine kleine eigene Kochplatte mitgenommen, damit ihr mich auch gut sehen könnt hier beim Kochen. Ich habe hier 4 Brioche-Scheiben liegen. Wer es nicht kennt, ich habe ja auch schon mal French Toast gemacht. Einfach ein super weiches französisches Brot. Damit machen wir auf jeden Fall schon mal nichts falsch. Wer süßes Frühstück mag, so, das ist eine gute Grundlage. Damit das Ganze zu einem French Toast wird, brauchen wir natürlich nicht nur französisches Brot, sondern wir müssen auch ein wenig Milch auf einen Teller geben. 2 Eier. Dann gebe ich daran ein bisschen Zimt. Wir benutzen keinen Zucker, sondern so einen Chunky Flavor mit Salted Caramel Geschmack. Wir müssen mal gucken, wie süß der ist. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig erschmecken, weil das so... Boah, das ist sehr süß. Der knallt richtig, Alter. So, dann packe ich mir eine Gabel und wir verquirlen das Ganze vorsichtig. Holen wir mal unsere Mischung hier vor. Das ist wirklich eine sehr entspannte Nummer hier. Zack, rein, bisschen einweichen, muss ich schön vollsaugen das Ganze. Ich bin ja so sehr einfach gestrickt, was das Kochen angeht. Aber das sieht jetzt für mich so aus, als ob selbst ich das hinbekomme. Das könnte es garantiert. 2 Toast in eine Pfanne? 2 Toast quasi einmal in eine Mischung aus Milch, Eiern, Zimt und Zucker bzw. Süßstoff. Einmal durchziehen, vollsaugen, reinlegen, ausbacken. Die werden super weich. Mhm. Und dann dazwischen so eine schöne Schicht Nutella. Das klingt schon so gut, ne? Dass das Frühstück erst. Und damit es dann wirklich ganz gesund ist, gibt es noch ein paar Alibi-Beeren dazu. Ganz gesund. So, dann servieren wir das Ganze mal. Jetzt kommt in die Mitte natürlich noch eine schöne Schicht Nutella. Ich habe schon schwierigere Sachen in der Küche gemacht, sage ich mal so. Aber wenn es für dich gut aussieht und ich glaube, gut schmecken wird es auf jeden Fall, dann bin ich doch zufrieden. So, ich drapiere darum jetzt noch ein paar frische Beeren, ein paar Blaubeeren, Himbeeren. Oh. Du hast auch Glück, dass du so eine Beerenmischung bekommen hast. Ja, ich habe nicht nur Glück, ich habe sie sogar absichtlich gekauft. Krass, ne? Das ist mit Glück gekauft. Haben wir das Ding? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, mein Esstisch ist berühmt-berüchtigt. Man setzt sich hier auf den Boden. Das Lustige ist, bei mir zu Hause ist es genauso. Ich sitze auch immer auf dem Boden bei mir. French Toast kocht von Max. Ey, danke schon mal für das Frühstück hier. Die Reaktion hat mir noch nicht. Hat wahrscheinlich jeder gemacht, ne? Nee, wirklich nicht. Hat echt noch keiner gemacht. Diese dummen Gags, dafür bin ich bekannt. Mit No Joke. Schmeckt echt scheiße. Nein, nein. Ohne Witz. Schmeckt sehr, sehr gut. Geil. Also wirklich. Okay, geil. Wir sehen uns gleich wieder zur Bewertung. Das French Toast, ne? Erklär mal, was hier gerade los ist. Ich habe ungebetenen Besuch bekommen. Hör mal wieder auf. Wie? Und der ist auch ausgehungert. Ich habe lange nicht mehr gegessen. 4 Tage jetzt nicht mehr, ne? Aber du bist auch der Erste, der jetzt direkt anfängt, das Obst damit drauf zu gabeln. Ja, komisch, eigenartig. Ist lecker. Alles aufgegessen, Marc. Das ist ein gutes Zeichen erstmal. Ich bin gespannt. Hat es dir geschmeckt? Also wirklich, ich bin Nutella-Liebhaber. Aber in dieser Kombo, schön warm, French Toast-mäßig. Also jetzt wirklich, aber auch nur, weil es mit Nutella war. Hättest du das jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen gemacht, mit Marmelade oder so, dann wäre das ganz anders gewesen. Aber hier, frühstückstechnisch für mich 10 von 10. Oh, let's go. Ohne Witz, ey, Bro. Geil, Alter. Kommen wir zum Mittagessen, und zwar Spaghetti Carbonara mit frischen Nudeln. Wir haben frische Eier, wir haben Pecorino, Parmesan, Guanciale. Wir haben keine Reibe, deshalb werde ich jetzt einfach gerade so ein bisschen kreativ. Hallo, Felix. Hast du vielleicht schon die WhatsApp gelesen? Kann ich abholen? Boah, du rettest mich. Ich war gerade schon am Schnitzen mit einem Messer. Kannst du werfen, fragt Marc. Meinst du, was fängt die? Würde sie runterwerfen, aber die Gefahr ist, dass es dann auf dem Balkon dann runterlandet. Es wäre... Oha. Nee, warte, ich gehe da hin. Oh, ja, okay. Ey, das geht so schief. Ihr schafft das. Jetzt bounce. Oh, oh, da ist das Ding. Ich werf sie gleich wieder hoch, ja. Geil, jetzt haben wir eine Käsereibe. Carbonara mit Sahne versus Carbonara ohne Sahne. Ist ein riesiger Unterschied. Wie ihr davon schwärmt, das kann ja, weißt du, man ist schon so beeinflusst, dass man schon weiß, die könnten mir da echt eine Fußsohle hinlegen. Wahrscheinlich, oh, ist die lecker. Das mache ich für die 10 von 10. So, wir machen den Herd mal auf 120 Grad. Und dann geben wir hier unsere Guanciale-Streifen hinein. Das zieht sich jetzt eh noch so ein bisschen zusammen und dann wird das wie so Chips. So, das dauert jetzt ein bisschen, das braucht jetzt seine Zeit. Aber Slow Cooking, ne? Es ist unglaublich, ihr seht, was hier für Öl einfach von der Guanciale schwimmt. So, wir haben unsere frischen Nudeln, frische Linguine. Die geben wir einfach mal, zack, in den Topf hinein. So, ich habe Eier getrennt. Wir brauchen nämlich nur das Eigelb für unsere Carbonara. Ich schöpfe mir ein wenig Nudelwasser ab, weil, du weißt es bestimmt, Marc, Nudelwasser hat ganz viel Stärke. Klar. Von den Nudeln. Und deshalb bindet die Soße, die wir jetzt machen werden. Ich schütte das halt immer weg, das Nudelwasser. Das ist schade, weil damit kann man so viel noch machen. Ist ja einmal gekocht, hier meinst du, ne? Ja, nein. Ach so,
Ich habe schon mal, also oh, guck mal, für mich ist ja nicht Kochen, ich mache da irgendwie 2-3 Beefies in den Ofen und fertig, so, weißt du, sondern Kochen, das ist Kochen. Aber ich finde es interessant, dass du Beefies im Ofen zubereitest. Bevor unsere Nudeln ankleben, geben wir ein wenig Pecorino, ein wenig Parmesan, unser Eigelb und nach etwas Nudelwasser dazu. Nach und nach, damit das Eigelb nicht stockt. Jetzt verbinden wir das Ganze. Und das hier ist eine klassische Carbonara-Soße. Dann geben wir unsere Nudeln in das Fett von der Guanciale. Und auch ab diesem Zeitpunkt wird auch sowieso nicht mehr mit Hitze gearbeitet. Gleich passiert die Magie. So, ich schneide die Guanciale-Chips mal ein bisschen klein. Ein paar werde ich nämlich jetzt quasi reinheben. Den Rest werde ich dann nochmal so zum Anrichten drüber geben. Und jetzt kommt die Hochzeit. Jetzt geben wir unsere Soße drüber. Jetzt schmilzt aber von der Resthitze an den Nudeln noch der Parmesankäse. Bisschen Nudelwasser, bisschen Käse noch. Kann dann auch noch im Sound gehen. Klingt schon nicht ganz fit. Okay, dann anrichten, oder? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir einen schönen Teller fertig und dann darf der Marc sich schmecken. Ich bin wirklich gespannt, was du sagen wirst zu deiner ersten authentischen Carbonara. Nein. Nein, immer. Ich muss nachlegen erstmal. Oh, Alter. Der hat's in sich, ne? Boah, das ist ja eine ganz andere Welt hier. Diese Guanciale-Chips. Wow. Okay, Leute, ich glaube, das reicht schon mal. Wir machen uns auch eine Portion fertig und dann sehen wir uns zur Bewertung. Die Carbonara hat mir sehr gut gemundet und ich muss wirklich sagen, es war die beste Carbonara meines Lebens. Man fühlt sich so in deiner Schuld, weißt du, du kochst hier, gibst dir so viel Mühe und dann hat man das Gefühl, man muss was Positives sagen. Aber das, was ich hier sage, ist wirklich vom tiefsten Herzen und es war die beste Carbonara, die ich je gegessen habe, wirklich. Darauf müssen wir nochmal einsteigen. Der Zuschauer denkt wahrscheinlich, ja komm, der will da irgendwie rumschleimen. Nein, nein. Und wir haben eben schon drüber gesprochen, ich gehe auch echt gut essen. Ich koche zwar nicht so viel, aber ich bin wirklich auch gerne in guten Restaurants und würde auch sagen, dass ich gourmettechnisch ein bisschen Ahnung habe und kann beurteilen, dass das für mich eine 10 von 10 auch war. Ah, oh, so kann zwei Tage. Ja, aber es ist die Wahrheit. Ich bin gerne bei dir. Das macht richtig Spaß. Nee, aber das Abendessen haben wir tatsächlich schon vorbereitet. Und wie seht ihr jetzt? So, kommen wir zum Abendessen. Ist das nicht einfach schön? Wir haben ganz, ganz viele Zutaten, die ganz, ganz viel Geschmack geben. Wir fangen aber an, indem wir uns unsere Chilis schnappen und die erstmal von ihrem Stamm befreien und dann die Kerne loswerden. Weil sonst wird es richtig spannend. So, die ganzen Stiele und Kerne sind raus. Und hier haben wir jetzt nichts als die Schale quasi und ein, zwei Kerne sind drin, aber das ist ja auch okay. Ein bisschen Schärfe, dass so ein Chili auch haben. Die geben wir einmal auf den Herd, bisschen Wasser drauf, das Ganze kurz einmal aufkochen, dann ab in den Mixer. Die Chilis sind aufgekocht und sind wieder am Leben. Jetzt machen wir die Herdplatte aus und füllen das Ganze in einen Mixer. Das Ganze mit ein bisschen extra Wasser. Oha. Ein guter Mixer, ne? Guter Mixer. Hier habe ich das Fleisch für unser Chili con Carne. Habe ich mich nicht lumpen lassen. Wir haben zwei richtig schöne Rumpsteaks geholt. Die schneiden wir jetzt einmal in Würfel. Boah, die schneiden sich wie Butter und ich finde, die sehen auch richtig gut aus. Jetzt brauchen wir den großen Topf und machen ihn direkt mal heiß. Dann geben wir ein bisschen Öl hinein. Parallel dazu bereite ich hier mal eine Zwiebel vor. Wenn wir hier ein bisschen Temperatur drin haben, geben wir unser Fleisch hinein. Ich muss euch nicht erzählen zu Röstaromen oder so. Wir haben dann richtig schön Geschmack im Topf. So, wie es jetzt wirklich direkt richtig krank. So, jetzt geben wir Salz drüber. Let's go. Wir holen das Fleisch raus. Das hat auf jeden Fall schon ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt ist das meiste eigentlich schon erledigt. Jetzt gehen wir nämlich runter mit der Temperatur, geben unser Fleisch hinein und wir geben die Chili-Paste hinein. Da ist so viel Geschmack drin einfach. Alles wird jetzt gleich, wenn der Deckel drauf ist, einfach nur einkochen. Ich gebe dazu jetzt noch ein wenig Kakaopulver. Wohlgemerkt natürlich ungesüßtes, also Backkakao quasi. Noch ein wenig Zimt und Tomaten. So lassen wir das Ganze jetzt köcheln für Minimum eine Stunde, aber wir fügen dann noch was hinzu. Wir machen jetzt die Beilage zu unserem Chili con Carne. Das ist einfach nur Couscous. 250 Gramm Couscous und auf 250 Gramm Couscous schüttet man 500 Milliliter Wasser, lässt das 5 bis 10 Minuten ziehen. Das war's. Was Einfaches gibt's nicht. Während das Wasser jetzt aufkocht, gucken wir mal gemeinsam in den Topf hinein. Also man sieht schon, bis vorhin stand es bis hier oben. Jetzt ist das Ganze so weit runter reduziert, man sieht schon, es hat so ein bisschen Körper. Da geben wir jetzt zuallererst mal Bohnen und Mais hinein. Bei dem Chili con Carne, also da bin ich jetzt, ich bin eher skeptisch. Dadurch, dass die anderen Sachen so gut geschmeckt haben, kann es ja nicht gut werden. Aber da bin ich gerade nicht sicher, ob mich das überzeugt. Also optisch seht ihr selber, ne? Sieht man selber gerade oder nicht? Das ist Gulasch. Sie haben mir das Gulasch als Chili con Carne verkauft. Es erinnert mich wirklich an das gute Gulasch von meiner Mama. Ich sag dir ehrlich,
mit Sour Cream dazu. Ist pikant. Ist pikant. Ja? Ja, probier, aber nicht so schlimm. Also du solltest es überleben. Es schmeckt sehr intensiv. Also man merkt diese ganzen Chili-Sachen, die da drin sind. Es ist anders, als wie ich Chili con Carne kenne. Bei den anderen Sachen war ich mir richtig sicher. Hier bin ich ehrlich aufgeregt und ob ich zu Recht aufgeregt bin, sehen wir gleich. Gulasch con Chili zum Abendessen. Was sagst du dazu, lieber Marc? Schärfetechnisch hast du mich zu 100% abgeholt. Ich mag es scharf, aber auch nicht zu scharf und da kann man so viel falsch machen. Weil wenn ein Essen zu scharf ist und jemand das nicht mag, ist das Ding ja durch. Ja. So, dann kannst du es nicht genießen. Aber die Schärfe war wirklich 10 von 10. Geil. War richtig gut. Es war wirklich ganz anders, als wie ich Chili con Carne kenne. Ja, ich kenne halt irgendwie nur so dieses Klassische, ja. Was ich aber auch extrem liebe. Mhm. Und deshalb fällt jetzt mein Ranking ein bisschen schlechter aus. Ich glaube, dass ich eher die Person Chili con Carne bin, so wie ich es kenne. So, das Klassische wäre aber trotzdem auf jeden Fall 8,5 von 10. Safe. Also, weil es ein, also das ist bombenlecker. Es ist wohlgemerkt mein erster Versuch und ich finde, ich gebe dir vollkommen recht, man merkt, das ist ein selbstgemachtes Chili con Carne. Ich werde, obwohl mir keine 10 gegeben hast, noch mit dir. 8,5 gibt auch einen Check. 8,5 ist absolut geil. Ich freue mich, dass wir immer wieder eine Folge Alltag persönlicher Koch hatten. Danke, dass du dabei warst. Du warst ein, war zwar Gastgeber, aber du warst auch mein Gastgeber. Es war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Tag mit dir. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Check Marc aus. Bis dahin und macht's gut. Ciao, ciao.